Beim Landesparteitag der Freiheitlichen heute im Linzer Design Center ist Manfred Heimbuchen als Landesparteiobmann mit 97,4% wieder gewählt worden. Nach den Wahlerfolgen der letzten Zeit war die Rede von einem Parteitag der Dankbarkeit und davon, dass man erst am Anfang stehe. Parteichef Strache auf Bundes- und Heimbuchner auf Landesebene. Bis ganz hinauf reicht der Arm der Parteitagsregie heute zwar nicht, aber sonst ist alles blau durchgestylt bei diesem Parteitag. Die FPÖ strotzt vor Selbstbewusstsein, der Erfolg in Oberösterreich, die stabilen Umfragen auf Bundesebene, sprichwörtlich Flügel verleihen auch inhaltliche Vorlagen aus Brüssel, wie Diskussionen über ein europäisches Asylrecht. Wer in unser Land, in unsere Heimat kommen darf und wen wir in unserem Sozialsystem durchfüttern wollen und wen nicht, das bestimmen wir selbst und sonst niemand auf dieser Welt, liebe Freunde. Dazu kommt scharfe Kritik an der Bundesregierung, der neuerlich vorgeworfen wird, mit der Flüchtlings- und Integrationspolitik gescheitert zu sein. Wenn diese Regierung unfähig ist, und sie ist unfähig, dann gibt es nur den Weg in Richtung Neuwahlen, wo die Menschen in Österreich auch das legitime Recht erhalten sollen, zu entscheiden, ob sie mit dieser Politik, dieser heutigen Bundesregierung, einverstanden sind oder einen anderen Weg mit uns Freiheitlichen gehen wollen. Einmal mehr wird die schwarz-blaue Zusammenarbeit in Oberösterreich als Beispiel für die Regierungsfähigkeit der FPÖ präsentiert. Heimbuchner spricht von blauer Handschrift und nennt die Deutschpflicht in Schulen, die gestartete Verwaltungsreform oder die Kürzungen bei der Mindestsicherung. Es ist absurd und absolut ungerecht, wenn jemand, der jahrzehntelang gearbeitet hat, als Mutter Kinder aufgezogen hat, am Ende eines harten Lebens weniger bekommt als ein Asylberechtigter, der noch keinen einzigen Tag in diesem Land gearbeitet hat, noch keinen einzigen Cent an Sozialversicherungsbeiträgen geleistet hat, liebe Freunde. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit in diesem Lande. Mehrfach wird betont, das alles sei erst der Anfang. Zunächst werde der aus Termingründen heute verhinderte Norbert Hofer Bundespräsident. Natürlich freue ich mich, wenn ich dann mit dem schönsten Sonntagsanzug, den ich habe, dann als Parteichef der Freiheitlichen Partei in Zukunft zum Rapport zum Hofer gehe. Ja? Ist die FPÖ spätestens 2018 stärkste Partei, will Heinz-Christian Strache Kanzler werden. Und er ist es auch, der heute für Oberösterreich vorgibt. Und ich bin davon überzeugt, dass auch in Oberösterreich bei kommenden Landtagswahlen mit der Arbeit und mit der Mannschaft ihr die Chance habt, zur stärksten und bestimmenden Kraft zu werden. Und das ist letztlich unser Ziel. Mit Manfred Heimbuchner an der Spitze, der heute als Parteiobmann bestätigt wird. Und ich bin fit. Sollte dann politische Mitbewerber hören. Ich bin sehr, sehr fit für die nächsten Jahre. 97,4% bekommt er heute an einem Tag, an dem lediglich der Himmel nicht ungetrübt blau ist.